Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Nala reagiert heute auf eure Beziehungsprobleme und ich will auch direkt sagen, los geht's. Außer du willst noch was sagen? Ja, ich will was sagen. Leute, von Anfang an, es ist nur meine Meinung. Ich werde was dazu sagen. Ich werde sagen, wie ich es machen würde. Ich bin kein Beziehungsexperte. Ich kann euch nicht versichern, dass meine Meinung euch weiterhilft. Vielleicht hilft, vielleicht nicht. Nicht, dass ihr mir dann auf meinen Kopf springt. Das wollte ich noch loswerden. Los geht's. Streit wegen Vergangenheit. Ich finde, dass man, bevor man zusammenkommt, sich bewusst machen muss, dass man den Mensch ab jetzt nimmt, ne? Und dass man mit der Vergangenheit leben kann. Entweder du schließt damit ab, so wie bei mir und Luisa. Sie scheißt auf meine Vergangenheit, ich scheiß auf ihre. Wir sehen die Gegenwart und die Zukunft und dann machen wir einfach. Ja, also Streit wegen Vergangenheit, verzeiht euch einfach, oder? Vergibt euch das, was war und zählt die Momente, die ihr habt und die Zukunft, die kommt. Weil die Vergangenheit zählt nicht. Meiner Meinung nach. Er behandelt mich sehr respektvoll, liebevoll, aber sagt, dass er nicht so viele Gefühle hat. Aber willst du mehr noch, dass er über seine Gefühle redet? Sei mal froh erstmal mit den beiden und vielleicht wird er weich und redet dann auch noch über seine Gefühle. Mach langsam mit den Jungen, ja, Wanda ist gut. Manche kriegen nicht mal das hin. Mein Freund will unbedingt feiern gehen, obwohl ich ihm das verbiete. Verbiet ihn das nicht, lass ihn seine Freiheiten und an den Freund, wenn sie nicht will, mach dir doch keine Kopfschmerzen, geh einfach nicht. Sie will nicht, geh nicht. Fertig. Zum Schluss liegst du doch neben deiner Frau so. Wenn sie sauer neben dir liegt, ist auch kacke. Dann bringt das Feiern auch nichts. Ich habe mein ganzes Geld für sie ausgegeben und als ich nichts mehr hatte, hat sie mich betrogen. Ja, dann lass dir eine Lehre sein. Was soll ich dir sagen? Meine Freundin kann nicht kochen. Dann koch du. Pilze mit Reis. Er tickt zu schnell aus bei kleinen Dingen. Bei kleinen Dingen? Woher willst du wissen, was für ihn klein, für ihn groß ist so? Wenn er bei kleinen Dingen austickt, dann lass die kleinen Dinge einfach weg, wenn die so klein sind. So. Und an ihn versuch nicht auszuticken. Gehören aber immer zwei dazu. Wenn sie mich ärgert und ich austicke und sie mir sagt, warum tickst du aus, kann ich auch sagen, warum ärgerst du mich? Aber wenn ihr ein Team seid, so, warum bringst du ihn zum Austicken und warum tickst du aus? Verstehst du? Also gehören beide dazu. Du bist kein richtig schon. Also du weißt, wie ich meine, nächste. Mein Crush hat mich blockiert. Was heißt Crush? Bist du mein Crush? Bist du mein Crush? Nein, Crush ist so. Du weißt selber nicht, sag nichts falsch, bevor die sagen, was redest du. Nein, Crush ist so, jetzt hast du ihn verguckt, aber die sind noch nicht zusammen, glaube ich. Das scheiß auf den Crush, was soll ich denn sagen, Wallah, ich denke. So, Khalas, nicht korrekt. Nächste. Ich möchte mit ihm telefonieren, aber er sucht sich Ausreden, um nicht zu telefonieren. Alter, was haben die für Probleme? Warum will er nicht telefonieren? Finde heraus, warum er nicht telefonieren will. Vielleicht kannst du ihn dann verstehen. Er ist sehr eifersüchtig und auch sehr kontrollsüchtig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay, Kontrolle ist nie gut. So, ich sag ehrlich, ich gucke mir nicht ihre Nachrichten an. Weil mich interessiert ihr Handy einfach nicht so. Aber es ist trotzdem alles offengelegt. Wisst ihr schon? Ja, ich denke mir, wenn sie mir fremdgehen will oder wenn sie mich verarschen will, betrügen will, dann macht sie das auch so, auch wenn ich kontrolliere. Andersrum genauso. Er lässt mich nicht anziehen, was ich möchte. Was sagst du dazu? Meine Meinung kann ich dazu sagen. Die wollen doch deine Meinung wissen. Luisa bedeckt sich ja schon so, ne? Die zeigt halt nicht so viel wie andere vielleicht. Aber ich finde ihren Stil richtig schön. Also ich liebe das so. Und zu Hause von mir aus kann sie rumrennen, wie sie will. So. Aber draußen? Mein Vater hat immer gesagt, willst du, dass man über deine Frau sagt, geil? Oder willst du, dass man sagt, Mashallah? Meiner Meinung nach sollte man nicht so übertreiben. So. Steht dir so. Man sollte sich ein bisschen bedeckt halten, wie eine Perle. Mein Babe macht nie die Tür zu beim aufs Klo gehen, ist aber wirklich kein Problem. Weil bei uns anderen, ich mach die Tür zu und sie kommt rein, wann sie will. So, egal, ja, eine Privatsphäre gibt's nicht. Egal, so, nächstes Thema, komm. Mein Mann hat seinen Vollbart rasiert, Schock meines Lebens. Wächst wieder. Sie nervt immer, wenn ich FIFA spiele, weil er jedes Mal kassiere ich wegen ihr Tore, jedes Mal. Nerv ihn nicht, wenn er FIFA spielt. Nerv ihn einfach. Und du, wenn du mal Zeit hast, so, wenn du mal nicht FIFA spielst, gib ihr Aufmerksamkeit, sei für sie da. Während du für sie da bist, sagst du ihr, guck mal Schatz, ich habe jetzt 2 Stunden für dich da. Gleich will ich FIFA spielen. Also lass mich auch 2 Stunden in Ruhe. Mein Ex hat sehr viel getrunken und ist mir dann fremdgegangen. Ihr Ex? Ja, sei doch froh, dass dein Ex ist jetzt, oder? Nächste Nachricht. Er ist momentan nicht glücklich und will eine Beziehungspause, weil er im Moment auch viel zu tun hat. Und dann? Wenn er jetzt nicht damit klarkommt, wird die Beziehungspause auch nichts bringen. Nimmt lieber diese einen Monat, die ihr eigentlich als Pause benutzen würdet. So seid füreinander da. Arbeit an der Beziehung, dann seid ihr einen Monat weiter. Also Beziehungspause. Okay. Er will unsere Beziehung verheimlichen. Ich habe das Gefühl, er steht nicht zu mir. Wallah, dein Gefühl täuscht dich nicht. Also ich finde das nicht korrekt, wenn ein Junge
eine Beziehung verheimlichen will, so, weil damit meint das nicht ernst. Also als Mädchen lass dich nicht verarschen. Plus als Junge, du hast Schwestern. So, du willst auch nicht, dass man das mit deinen Schwestern macht. Sei ehrlich zu ihr. Wenn du sie nicht willst, dann sag ihr das so. Vielleicht sagt sie auch, okay, tamam, mach mich versteckt, ich komme damit klar. Aber wenn sie offiziell will und du nicht, dann verschwende nicht ihre Zeit. Besten Freund während einer Beziehung, ja oder nein, von Nadas Seite aus? Du ein bester Freund? Ja. Gegenfrage, darf ich eine beste Freundin haben? Nein. Manche haben's. Und voilà, bei vielen funktioniert das sogar voll gut. Nein, das ist ein Tabu. Bei vielen doch. Für uns ist Tabu, weil wir damit nicht klarkommen. Aber bei anderen funktioniert. Und ich sag ehrlich, bei denen es funktioniert, dann lass das so. Wenn es funktioniert, funktioniert's. Bei uns würde nicht funktionieren. Also warum sollen wir probieren? Er sagt, es gibt einen Weg für mich und folgt 200 Mädchen, weil er den Fame braucht. 200 Mädchen? Ja, weil er den Fame braucht. Guck mal, wenn deine Freundin nicht will, dass du einer Frau folgst, scheiß doch einfach drauf. Happy wife, happy life. Scheiß doch einfach drauf. Wanda folgt dann einfach diesen Eulen nicht. Vertrauensprobleme. Weil sie selber schuld. Hast du mir von Anfang an vertraut? Nein. Warum hast du angefangen, mir zu vertrauen? Weil mir das Gefühl gegeben hast, dass ich dir vertrauen kann. Durch meine Taten? Ja. So, mein Handy ist offen. So, sie kann alles von mir sehen. Wenn meine Vergangenheit scheiße war, dann ist normal, dass sie mir nicht direkt vertraut. Und dann musst du dir das wiederholen mit guten Taten so. Also so mit Beweisen. Und dann so, beweis dich. Wenn du ein Mann bist und du der Meinung bist, dir kann man vertrauen, dann beweist der anderen Person, dass man dir vertrauen kann. Und wenn sie dir immer noch nicht vertraut, dann ist sie krank. So. Er hat keine Ausbildung, aber eine normale Arbeit. Er verdient, aber weniger als ich. Schlimm. Ob das schlimm ist? Ja. Wir hatten selber kein Geld. Wir haben das auch im letzten Video schon gesagt. Geld ist wichtig. So, und wir streben das natürlich auch an, weil Geld gibt Freiheit. So können wir irgendwann unseren Kindern so ein schönes Leben bieten. Wenn man jetzt aber uns sieht, natürlich braucht man Geld. Aber es ist nicht das Wichtigste, so, um glücklich zu sein. So. Oder damit eine Beziehung läuft. Bei uns vor allem waren es so die Sachen, auch wenn wir kein Geld hatten, wo ein Wille ist, ein Weg. So. Guck mal jetzt zum Beispiel nach 7 Jahren, weiß ich, dass mal ein Pullover, den ich mir richtig, richtig krass gewünscht habe, Luisa den mir mal geholt hat und ihn einfach auf Raten bezahlt hat. Überlegt mal, sie kauft einen Pullover auf Raten. Ich wusste das nicht mal. Ja, das kam erst raus, nachdem wir jetzt verheiratet waren. Überleg mal so, weil wir haben jetzt einmal mal über alles geredet. So, ich wusste gar nicht, in welchen Situationen sie war. So, auch andersrum. So, was denkt ihr, wie ich den Ring finanziert habe? So, das war auch mit Biegen und Brechen. Aber macht es so. Wenn man weiß, was man will, dann gibt man halt erstmal das. Jetzt stell dir mal vor, Luisa hätte gesagt, nein, der ist mir zu billig. So, Alhamdulillah, uns geht's gut. Aber sagen wir mal, die Tage kommen, dann werde ich ja auch einen Hammerring holen, so. Auch wenn sie das nicht will, allein weil ich ein Mann bin und mir denke, wenn das Geld da ist, will ich ihr einen richtigen, richtigen Ring holen. Und auch wenn ich ihr schon einen Antrag gemacht habe, ich gehe wieder auf die Knie und gebe ihr den. Wenn sie den nicht anziehen will, ist ihre Sache. So, und auf Dauer musst du halt ein Mann sein, du musst klug sein, du musst gucken, wie du Geld machst. Nur weil wir ohne Geld angefangen haben, heißt nicht, dass wir ohne Geld durchziehen, so, wir wollen auch Geld verdienen. Versteht ihr, wie ich meine? Wir machen unser Ding, Alhamdulillah. Wir werden nicht aufhören, bis wir so viel Geld haben, dass wir unseren Kindern ein gutes Leben bieten können. Also wie gesagt, immer noch, ne? Ich bin kein Beziehungsexperte, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe von Anfang an gesagt, ich habe keine Ahnung von Beziehungen. Unsere Beziehung ist eh komisch. Unsere Beziehung ist richtig komisch. Das kannst du sowieso keinen erklären. Ich finde, Leute, wenn ihr euch streitet, ihr dürft einfach nicht so viel von dem anderen erwarten. Wenn ihr keine Erwartungen habt, dann kommt es auch nicht zu Streit. Hört einfach auf, so viel von dem anderen zu erwarten. Packt euch an eure eigene Nase und arbeitet an euch selbst. Dann wird auch die Beziehung laufen. Glaubt mir. Das ist mein Perle. Fernbeziehung. Also geht bestimmt so, bei vielen klappt, aber nein, nächste. Ich bin schon seit 3 Jahren in einer Beziehung und habe Angst, es meinen Eltern zu sagen. Ich sag, du hättest es denen gleich sagen sollen. Plus, sag denen das lieber jetzt. Ihr seid schon eine gewisse Zeit zusammen, du kannst es deinen Eltern. Du kannst denen jetzt sagen, Mama, ich kenne ihn schon 3 Jahre, vielleicht ist sie beruhigt. Und wenn du denkst, sie wird ausrasten, weil es schon 3 Jahre sind, sag, du kennst ihn neu. So. Aber macht, geht zu den Eltern, ja, zum Schluss, ja, nee, was sollen die sagen, außer nein? Und wenn die Nein sagen, kannst du immer noch drehen und biegen. Und wenn dein Vater checkt dieses Mädchen und haut sonst von zu Hause ab vielleicht. Wisst ihr, wie ich meine? Er wird dir nicht Nein sagen. Er wird gucken, dass irgendwie du glücklich wirst. Dein Vater, er liebt dich, er macht Sorgen um dich. Wenn du jetzt nicht mit einem Junkie nach Hause kommst. Leute, wie gesagt, es ist nur meine Meinung. Keiner muss diese Meinung unterstützen. Springt nicht auf meinen Kopf rauf. Lebt euer Leben. Inshallah klappen eure Beziehungen alle. Und selbst wenn mal eine nicht klappt, das sind auch Erfahrungen. Und like, kommentiert, abonniert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann like, kommentiert, abonniert und wir hoffen bis zum nächsten Mal.
Bye.